Hallo, ich bin Volker Hormann. Ich bin der Manager vom Solistenensemble Kaleidoskop. Wer uns noch nicht kennt, wir sind ein Kammerorchester aus Berlin. Wir haben uns 2006 hier gegründet und sind Hausensemble im Radialsystem. Wir arbeiten gern mit etwas anderen Musik- und Aufführungsformen. Dazu arbeiten wir sehr gerne mit Künstlern aus anderen Sparten zusammen. Mit Tanz, Choreografie, mit Lichtkünstlern, mit Regisseuren. Und entwerfen so etwas andere Konzertformate. Wir haben jetzt 2011 das 10. Todesjahr des großen Komponisten Janis Xenakis zum Anlass genommen, um ein ganz besonderes Projekt zu machen. Nämlich diesmal verlassen wir den Konzertsaal und gehen auf die Straßen der Stadt, auf die Straßen Berlins. Hallo, ich bin Danielle Straßvogel, Dramaturgin und Geigerin beim Solistenensemble Kaleidoskop. In unserem Projekt XI geht es um Janis Xenakis und seine Polytope. Ein Polytop ist eine große Komposition aus Klang, Licht, Raum und Bewegung. In Zusammenarbeit mit der Künstlerin Eleanor Daucher und dem Komponisten Georg Nussbaumer machen wir dieses Projekt in drei Teilen. Der erste Teil im Kammermusiksaal der Philharmonie Berlin. Der zweite Teil auf den Straßen Berlins und der dritte Teil auf einem großen öffentlichen Platz mitten in der Stadt. Da XI zum großen Teil im öffentlichen Raum stattfindet, können wir allein mit den Einnahmen die Produktionskosten nicht decken. Helfen Sie uns mit Ihrer Unterstützung, dieses Projekt zu realisieren.